Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde euch heute gerne auf einen Spaziergang mitnehmen und zwar mit dem Hund. Das schöne Wetter genießen, weil auch wenn wir zu Hause bleiben müssen, heißt es ja nicht, dass wir uns auch ein bisschen bewegen können an der frischen Luft. So, dann kommt mal mit. Was wir brauchen ist die Leine natürlich. So, die Leine. Dann habe ich hier schon den Leckerli-Beutel vorbereitet. Ihr kennt das ja, jedenfalls die Kinder aus der Hunde-AG. Schaut mal, was heute drin ist. Lecker Käse, Käse, Käse. Dann brauchen wir noch... Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch den Kackerbeutel. Hier. So. Babyblau. Den stecke ich mir gleich mit ein. So, dann... Wie gesagt... So, was fehlt jetzt? Der Hund. Der Hund fehlt. Oder komm? Jetzt wein. Jetzt wein. So, jetzt sind wir startklar. Hund. Leckerli-Beutel. Und Kackerbeutel. Und los geht's. Schlüssel. Zurück. Sind wir auch gleich da. Ich dachte, ich führe euch mal eine ganz besondere Stelle, wo ich unheimlich gern spazieren gehe. Jetzt sind wir auch schon da und los geht's. So, und ab. Oh ja, Wasser. Erstes Pipi. Jetzt denke ich mal, können wir es auch loslassen, oder sitzt? Warte. So, jetzt verstecken wir ihr mal was. Dann schauen wir mal. Hier ist ein Mauseloch oder irgendwas. Ui, das ist aber ganz schön tief. Mal schauen, ob sie das findet. Wenn du da noch? Hui! Jetzt los! Verstecke ich mal ein paar Käsestückchen, mal gucken, ob du sie findest. Mit. Wusstet ihr eigentlich, dass Hunde 220 Millionen Riechzellen haben? Wir Menschen haben nur 5 Millionen. Das heißt, der Hund liest über die Nase. Mal gucken, ob die Lola das jetzt hinkriegt. Das ist gar nicht so einfach hier. Stecken wir hier mal
heißt, wenn es bei uns in der Schule Tomatensoße gibt, dann riecht ihr, dass es Tomatensoße gibt. Und die Lola würde die Kräuter rausriechen. So. Na, wo ist es? Mit ihren Nasenlöchern machen können, was wir nicht können. Die können beide Nasenlöcher unabhängig voneinander bewegen. Das heißt, das rechte und das linke. Damit können sie, wenn Gerüche von der einen Seite kommen oder von der anderen Seite, das je nachdem auch zuordnen. So, gefunden. Hatschi! Gibt es und die Lola? Lola ist ein Labrador. So, schaut mal. Habt ihr eine Idee, für was die Labradore gezüchtet wurden? Jesus, bring her! Super. So wie ich jetzt den Stock geworfen habe, sind die Labradore damals gezüchtet worden, damit sie das, was der Jäger schießt, entweder eine Ente oder was auch immer, wieder zurückbringen. Sitz. Und das nennt man apportieren. So. Einmal Stock zurückgebracht. Perfekt, super. So. Jetzt habt ihr es über die Nase gelernt, jetzt haben wir es über die Augen. Hunde sehen bei weitem nicht so gut wie wir Menschen. Wenn ihr euch das vorstellen wollt, dann kann ein Hund nur so scharf sehen. Kommt mal mit. Und zwar, wenn wir den Baum nehmen und ihn so hinstellen, ungefähr einen halben Meter, genau, dann sieht der Hund scharf. Alles, was darüber hinausgeht, ist unscharf. So, jetzt hatten wir es von der Nähe. Wenn ihr jetzt mal nach hinten guckt, schaut mal, da hinten ist so ein Hochsitz vom Jäger. Den sehe ich jetzt noch ziemlich scharf. Die Lola würde den schon nicht mehr sehen, aber wenn sich auf dem Häuschen ein Vogel bewegen würde, dann würde die Lola das merken und dann würde sie auch losschießen. Zum Glück guckt sie jetzt gerade nur nach mir, weil sie ein Käsehäppchen kriegt. Weiter geht's. Hier ein bisschen durchgehen, weil wir haben hier einen perfekten Baumstamm für die Lola. Lola, komm mal hin. Die Lola gehört zu der Rasse der Hunde, die alles machen, um ihr Herrchen oder ihr Frauchen glücklich zu machen. Deswegen arbeitet man mit der Art von Hunden gern über Belohnung. Wie Belohnung bei der Lola aussieht, wisst ihr, ne? Das muss nicht nur Käse sein, alles andere, was lecker ist. Lola, sitz, sitz, Platz, Platz, super. Balancieren noch ein bisschen. Das ist ganz schön schwer für den Hund, hier das Gleichgewicht zu halten. So, während die Lola jetzt beschäftigt ist, gehe ich mich mal verstecken und gucken wir mal, ob sie mich findet. So, während wir uns jetzt hier umschauen, kann man sich nicht vorstellen, dass Hunde bis zu 10 Kilometer weit ihren Besitzer riechen können. Ich glaube, 10 Kilometer kriegen wir mit der Kamera gerade gar nicht hin.
Oh, welche Farbe hat das Gras für euch? Ein bisschen einfach die Frage, ich gebe es zu, grün. Hunde können grün nicht sehen, sie können auch nicht rot sehen. Das nennt man Rot-Grün-Blindheit. Was Hunde sehen können, ist in den Farben blau und gelb. Das heißt, was für euch jetzt grün erscheint, ist für die Lola höchstwahrscheinlich ein Mischmasch aus blau mit gelb. Ist gerade ganz schön am Hecheln. Ist auch ganz schön warm heute. Das viele Hecheln kommt daher, dass Hunde über die Zunge schwitzen. Heißt, die Zunge ist ein bisschen feucht und durch das schnelle Einatmen kühlt der Körper aus. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende von unserem Ausflug. Gönnen wir der Lola gleich noch mal ein bisschen Wasser. Machen Sie mal los, hier ist nämlich Wasser an der Seite. Das hat sie sich jetzt verdient. Meine Lieben, jetzt sind wir auch schon am Ende von unserer Reise. Es war total schön, mit euch unterwegs zu sein. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Ich habe euch ein paar Fragen gestellt, die werde ich euch gleich auch nochmal einblenden und würde mich sehr freuen, wenn ihr darauf die Antworten wisst und mir sie per Mail auf unsere Betreuungs-E-Mail zukommen lasst. Noch ein Bild von Lola gemalt und ja, das wäre perfekt. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns wieder, am Ostersonntag bei unserem Osterspecial. Da sind Lola und ich und noch mehr auch dabei. Macht's gut, lasst euch